Hi, ich heiße Josef Miczek und ich habe Ihnen versprochen, dass wir heute was Leckeres kochen werden. Das ist mein Köchlein und der wird euch ein typisch böhmisches Gericht zubereiten, was wir gerne zum Pivo trinken dazu essen. Und zwar ist das eine eingelegte Wurst, Utterpenzi heißt das. Und da gibt es ja mal allerlei Zutaten, das wird dann eingelegt und wie gesagt, im kalten Zustand wird das dann mit zum Bier mit genossen. Das erste, was wir machen, ist die Wurstbällen. Das ist sehr wichtig, weil die Wurst wird dann in einem Sud eingelegt. Das, was ihr gerade seht, das ist eine Spezialität aus Tschechien. Eine nennt sich Speckwurst, Spekáček. Und die wird in zweierlei Hinsicht zubereitet. Wir sind große Freunde vom Lagerfeuern bzw. vom Trempen. Und die wird dann aufgespießt und eben am offenen Feuer gegessen mit Senf, Ketchup und Brot. Oder eben immer diese Zubereitung, da wird sie in Scheiben mit im Glas eingelegt. Es ist ein Gericht, das man natürlich jederzeit essen kann. Es wird allerdings empfohlen als Begleiter zu einem Getränk. Natürlich wird das sehr häufig zum Bier mit empfohlen. Zwiebel und Knoblauch sind wichtige Faktoren in Tschechien. Ohne die läuft eigentlich gar nichts in unserer Küche. Natürlich wird die Dosierung nach Geschmack mit benutzt. Wer ein bisschen mehr mag, ist natürlich ihm überlassen. Das, was der Koch gerade zubereitet, ist ungefähr für eine Portion. Wir mögen es scharf, das heißt, die Chili-Paprika wird nicht entkernt und immer alles ganz lassen. Dann kommt ein wichtiger Schritt, und zwar wird der Sud vorbereitet. Das Essig, Zucker, Salz und das ist etwas Ähnliches, womit man saure Gurken mit einlegt. Also Dill, Senfkörner und noch zwei, drei Gewürze, die ich Ihnen natürlich nicht verraten kann. Natürlich wird das noch ein bisschen mit Wasser aufgegossen. Dann muss das zum Kochen gebracht werden. Lorbeerblätter, sehr wichtig. Und Piment. Wie ihr seht, wir kochen mittlerweile. Das dauert ungefähr 5-10 Minuten, länger nicht. Das soll einfach mal alle Ingredienzen zusammen dann die Hitze bekommen. Dass nichts passiert, dass das Glas auch nicht kaputt geht und so weiter, lassen wir das für mehrere Stunden dann auskühlen. Und dann geht's los und es wird mit befüllt. Es muss alles bedeckt sein. Und jetzt wandert das Ganze für mehrere Tage in den Kühlschrank. Vielen Dank. Ihr seht, das sieht schon mal lecker aus, unsere ertrunkene Wurst. Ich lade euch herzlich ein, um bei uns zu verweilen, gutes Essen essen, natürlich gutes Bier. Wir haben wohl bemerkt, auch jeden Monat ein Bier des Monats, also auch etwas Besonderes für unsere Bierkenner. Und ich freue mich, wenn wir uns bald bei uns sehen werden. Ahoi! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de